Ich hatte ja vor geraumer Zeit ein Video gemacht und dargestellt, wie wir an einer Glock 17 die Federsätze tauschen können. Unter anderem auch die Steuerfeder und diese auch entsprechend in einem polierten Zustand verwenden können, um somit das Kratzige in einem Glockabzug ein bisschen zu reduzieren. Ich habe jetzt festgestellt, weil ich ja eine reduzierte Steuerfeder eingesetzt habe, dass dadurch durch diesen Winkel, der sich hier auch verändert, nämlich hier oben in diesem kleinen Bereich hier, versuchen wir ein bisschen näher ran, da, und zwar dieser Bereich hier, ist bei den unterschiedlichen Steuerfederstärken unterschiedlich im Winkel. Und diese beeinflussen durchaus auch die Abzugscharakteristik, unter anderem auch den Reset. Der Reset ist ja der Bereich, der letzten Endes das Abzugssystem wieder zurücksetzt. Das heißt, die Waffe ist safe, wie immer. Safety Check, sichere Richtung. So, wenn ich jetzt gucke, der Abzug geht eigentlich sehr schön leicht, aber wenn ich jetzt in den Reset gehe, guck mal, wie lange ich gehen muss, bis der Reset kommt. Und das ist fast schon ein bisschen zu weit. Ich bin der Meinung, dieser lange Reset ist erst, seitdem ich die Steuerfeder getauscht habe. Das heißt, ich werde jetzt mal exemplarisch die Steuerfeder nochmal tauschen. Ich habe sie auch bereits nochmal poliert, um halt das ganze Ding ein bisschen wieder glatter zu machen. Ja, ihr seht jetzt hier, das ist die Originalsteuerfeder, wie sie ab Werk kommt. Nur eben die Oberfläche hier poliert. Und zum Vergleich hier unten seht ihr, wie die eigentlich aus dem Werk kommt, nämlich dieses Matte. Das heißt, das ist schon ein ziemlicher Unterschied. Dann werden wir mal direkt ins Geschehen eintauchen. Das heißt, wir nehmen die Glock mal ganz geschwind auseinander. Den Bereich hier brauchen wir selbstredend nicht. So, wir nehmen dann unseren vertrauenswürdigen Durchschlag und schieben die ganzen Pins raus. Ich denke mal, das kennt ihr mittlerweile. Na komm, da ist er. Steuerblock raus, Locking Block. Und schon haben wir das ganze Teil zerlegt. So. Wie ich schon mehrfach angemerkt habe, was sich immer anbietet, wenn eine Waffe auseinandergenommen wird in dieser Form, ist auf jeden Fall so, diese beweglichen Teile mal ein bisschen runterzuwischen, weil da sammelt sich doch einiges an Schmutz und Schmauch und Schmodder über die Zeit an, und ich habe, seitdem ich diesen Umbau gemacht habe, schon einige Schuss hier durch rausgegeben. Also ihr seht ja, was da für ein Siff dranhängt. So, die Steuerfeder zu tauschen ist jetzt kein Hexenwerk. Gehen jetzt hier hinten rein, schieben die Steuerfeder letzten Endes einfach raus. Komm raus. Nehmen die Originalsteuerfeder, setzen sie wieder ein und setzen den Abzug wieder zusammen. So, so schnell haben wir die Steuerfeder getauscht. Jetzt setzen wir das Abzugssystem wieder in die Waffe ein. Locking Block rein. Pin Nummer 1. So, dann nehmen wir den Verschlussfanghebel. Setzen den ein. Pin Nummer 2. Und dann kommt der hintere. Das war Pin Nummer 3. So, und schon können wir die Waffe wieder zusammensetzen. Also ich habe schon den Eindruck, dass der Reset ein ganz klein wenig weiter vorne kommt, also Richtung Griff. Der Abzug ist natürlich jetzt ein Tacken schwerer, aber was ich jetzt habe, ist einen etwas klareren Druckpunkt. Von einem Druckpunkt bei einer Glock zu sprechen, ist utopisch. Den gibt es bei der Glock de facto nicht. Aber ich sag mal, ich habe hier meinen Vorzugweg. Der ist schon ein bisschen reduzierter. Ich komme an die Wand, sprich der Bereich, wo der Abzug an den ersten Widerstand stößt.
Und ich habe ein sehr klares Auslösen. Das heißt, ich werde das jetzt mal auf der Range morgen im Training mal austesten. Und wenn es nichts taugt, baue ich die reduzierte Feder wieder ein. Warum ich dieses Video mache, ist relativ einfach. Wenn solche Veränderungen an einer Waffe vorgenommen werden, muss man immer gucken, dass sie zur vollsten Zufriedenheit auch zuverlässig läuft. Und in dem Moment, wenn das nicht der Fall ist, dass man zum Beispiel jetzt irgendwie ein komisches Gefühl mit der Waffe hat, wie sie sich verhält oder wie auch immer, dann lieber schrittweise wieder zurückgehen in den Ursprungszustand, um eben da keinerlei Sicherheitsprobleme zu erfahren. Und gut, ja, zumal müsst ihr natürlich aufpassen. Ich muss auf jeden Fall aufpassen, weil ich halt zusehen muss, dass auch das Abzugsgewicht entsprechend mindestens 1350 Gramm hält, weil ich sonst in dem Bereich Dienstpistole 1 und 2 mit dieser Waffe durchaus Schwierigkeiten kriege und im Bereich EPP ebenfalls. So, jetzt habt ihr nochmal direkt gesehen in Full HD und ich hoffe mal, die Qualität ist gigantisch, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe. Wie schnell und einfach an einer Glock 17 Gen 4 die Steuerfeder getauscht werden kann und damit das Abzugsverhalten durchaus angepasst werden kann.